Das Wort Textil, wenn man das auseinandernimmt, steckt da einmal das lateinische Texiere drin, was heißt Weben oder Zusammenhänge schaffen, aber auch das Wort Text, Textum. Und so sind Textilien eigentlich ein ganz dichtes Gewebe, was über unsere Kultur spricht. Wir befassen uns mit Textilien zwischen Mode und Design. Textildesign-Studiengang gefällt mir eigentlich besonders gut, dass es anders als bei normalen Designstudiengängen nicht nur darum geht, Kleidung oder Textiles im Allgemeinen zu entwerfen, sondern dass man halt in drei Kategorien geschult wird. Wir reden vom roten Faden oder wir reden davon, dass wir nach einem Muster handeln. Es geht um alles, was Textilien betrifft, ob das Kleidung ist, ob das Wohnen sind, ob das textile Objekte sind. Wie bringe ich das gesellschaftlich rüber, sei es als Radiofeature oder als journalistischen Text oder auch indem ich es als eine Modenschau kuratiere? Es hat alles funktioniert, alle sind sehr zufrieden. Da ist ein ganz, ganz großer Bereich in unserem Studiengang, der wirklich dieses Künstlerische auch fördert. Unser Studiengang vermittelt kulturelle Sichtweisen, aber auch gestalterische Fähigkeiten. Also man lernt auch Techniken und man lernt aber auch, wie man diese Technik einzuordnen hat. Wir sind keine Modedesignschule, wir sind keine Textildesignschule, sondern der Schwerpunkt liegt im kulturwissenschaftlichen Zugang. Somit umfassen wir Felder wie zum Beispiel fremdkulturelle Textilien, die Heterogenität von Textilien, aber auch Genderaspekte. Mein Ansatz in der wissenschaftlichen Kulturanalyse ist sehr stark auf den Quellen- und Methodenpluralismus ausgerichtet. Hierbei sind mir die Objekte als materielle Kultur sehr wichtig. Dann geht es aber auch darum, was hat das eigentlich alles für einen kulturellen Hintergrund? Wie ist das in der Geschichte gewesen? Wir arbeiten mit den Objekten in den Seminaren und analysieren sie, also Zeitschriften, in dem Fall auch aus den 30er Jahren, oder auch Privatfotografien, die eine wichtige Quelle für die Bekleidungsforschung sind. Wir haben hier eine Campus-Uni, das ist eigentlich besonders deshalb schön, weil so alle an einem Ort studieren und man immer jemand Neues kennenlernt. Man kann ja im Grünen entspannen, aber auch was Tolles erleben in der Stadt. Paderborn ist irgendwie die perfekte Mischung. Ziel des kulturwissenschaftlichen Studienganges Mode, Textil, Design ist es, den Studierenden ein möglichst breites Spektrum zu vermitteln, um dann später eben auch in dem Berufsfeld Mode und Bekleidung tätig werden zu können. Man kann zum Beispiel auch ins Marketing gehen. Man kann außerdem zum Beispiel in die freie Wirtschaft gehen und dort ein Textilunternehmen. Man kann journalistisch arbeiten, man kann kuratorisch arbeiten in einem Textilmuseum. Man kann zum Beispiel auch in die PR gehen oder in die Öffentlichkeitsarbeit. Man kann natürlich auch künstlerisch arbeiten. Man hat Einblick in verschiedene Berufsbereiche, in verschiedene Studienbereiche und kann am Ende das auswählen, was für einen selbst am besten passt. Und es ist noch nicht ganz vorgeschrieben, wo die Reise hingeht. Jetzt kommt nichts mehr.